Allah subhanahu wa ta'ala machte es zu einer Pflicht für alle Diener, Menschen, den Götzendienst bzw. den Schirk als nichtig zu sprechen und dass man an Allah subhanahu wa ta'ala alleine glaubt. Der Gelehrte Ibn al-Qayyim rahimahullah, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagte: Eine Götze ist alles, das, womit der Diener seine Grenzen überschreitet in der Anbetung, im Folgeleisten oder im Gehorsam zeigen. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Erhabenen: Und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten, der da predigte, dient Allah und meidet die Götzen. In Sura An-Nahl, Vers Nummer 36. Die Arten der Götzen sind viele, und die allergrößten von ihnen sind fünf. Iblis, der Teufel, möge Allah ihn verfluchen, derjenige, der angebetet wird und damit zufrieden ist. Derjenige, der die Menschen zu der Anbetung von sich selbst aufruft, derjenige, der vorgibt, etwas von dem Verborgenen zu wissen oder zu kennen, und derjenige, der mit etwas anderem richtet als das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar erkennbar geworden gegenüber dem Unrichtigen. Wer nun an die Götzen nicht glaubt, an Allah aber glaubt, der hat gewiss den sichersten Halt ergriffen. In Surah Al-Baqarah, Vers Nummer 256. Und dies ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Und in einem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Kopf dieser Angelegenheit ist der Islam, und das Gebet ist sein Rückgrat, und die Spitze seines Höckers ist der Dschihad auf dem Weg Allahs. Überliefert bei At-Tirmidhi, und Sheikhul Albani rahimahullah stufte ihn als authentisch ein. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte die Gesandten und Propheten als Verkünder froher Botschaft und Warner. Und gemeinsam haben sie alle dieselbe Botschaft, und zwar den Aufruf zum Tawhid, zum Monotheismus und Bekämpfung des Schirk und der Götzendienerei. Und der Beweis dafür sind die Worte des Erhabenen. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, also in jeder Gemeinschaft, Gruppe, dient Allah, also vereinheitlicht Allah in seiner Anbetung und meidet die falschen Götter. Wie Allah sagt in Surah An-Nahl, Vers Nummer 36. Damit ist gemeint, dass man sich von der Götzendienerei fernhalten soll. Und das ist dann am deutlichsten, wenn man sich vom Schirk bzw. dem Polytheismus und denjenigen, die ihn praktizieren, lossagt und dies ebenso umsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala machte die Ablehnung der Götzen und den Glauben an ihn zu einer Pflicht für alle Diener. Es ist auch vonnöten, vor dem Glauben an Allah den Götzendienst als nichtig zu sprechen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt. Und so weiter in Surah Al-Baqarah, Vers Nummer 256. Eine Götze ist alles, womit der Diener seine Grenzen überschreitet, indem er etwas anbetet, wie zum Beispiel Steine und Bäume, oder jemandem folgt, wie den schlechten Gelehrten, welche die Menschen in Irre führen, sowie jemandem Folge leisten, wie Führer, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam sind. Weiterhin sind die Arten der Götzen viele, und die allergrößte von ihnen sind fünf. Iblis, der Teufel, möge Allah ihn verfluchen. Den Fluch sprach der Scheich nur aus, da die Eigenschaft des Teufels ist, dass er verflucht ist. Derjenige, der ohne Recht außer Allah angebetet wird und dies akzeptiert. Dann derjenige, der die Menschen zu der Anbetung von sich selbst aufruft. Derjenige, der behauptet, etwas von dem verborgenen Wissen bei Allah zu wissen. Und derjenige, der mit etwas anderem handelt, als was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat.
Und für die Anbetung mit etwas anderem als was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, gibt es viele Urteile. Einmal gibt es den großen, der große Unglaube, der Kufr. Das ist, wenn jemand glaubt, wenn ein menschliches Gesetz den gleichen Stellenwert hat wie Allahs Gesetz oder dass es besser sei als Allahs Gesetz. Und dann gibt es, was jedoch kein Unglaube ist, aber als Ungerechtigkeit und Frevel gilt, wenn jemand glaubt, dass es nicht erlaubt ist, mit etwas anderem zu richten als das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Aber jemand richtet damit, weil er seinen Gelüsten verfallen ist oder weil jemand es liebt, die Führung zu besitzen oder aus anderen Gründen. Und der Gelehrte Ibn al-Qayyim rahimahullah teilte den Dschihad in vier Stufen ein. Einmal den Dschihad gegen die eigene Seele, beziehungsweise gegen sich selbst, mit Wissen, mit Taten, der Da'wa, der Aufruf zum Allahs Weg und mit Geduld. Dann gibt es den Dschihad gegen den Teufel, Shaitan, durch das Fernhalten von Scheinargumenten in Bezug auf Schirk und Bid'ah und Gelüsten, seien es große oder kleine Sünden. Dann gibt es den Dschihad gegen die Ungläubigen und Heuchler, und zwar mit dem Herzen, mit den Worten, mit der Besitz und der eigenen Seele. Und dann gibt es den Dschihad gegen die Anführer von Ungerechtigkeit, Erneuerungen und Verabscheuenswertem. Und das ist mit körperlichem Einsatz, mit Worten und mit dem Herzen. Und das Schlusswort: Es ist Pflicht für jeden Vernünftigen, über dieses Werk nachzudenken und sich zu Herzen zu nehmen, beziehungsweise sich damit intensiv zu beschäftigen, da dieses Werk grundlegende Themen enthält, welcher jeder Mensch in seinem Grab dringend braucht. Nun kommen wir zum Schluss, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten, und der Segen sei mit Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten.